Morgen, mein Freund. Guten Morgen. Irgendwas haben wir richtig gemacht in unserem Leben. Wir fahren Shitboxen. Geil. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben gerade Platz gemacht, denn wir müssen den Subaru Impreza von der Zwei-Säulen-Bühne holen. Da steht er jetzt schon seit ein paar Wochen, seit wir den Motor ausgebaut haben. Und heute geht's weiter. Beziehungsweise, es geht weiter, aber es kommt nicht in das Video. Ich nehme nur rein, wie wir ihn wegbringen, weil wir kriegen Hilfe an der Karosserie. Und das ist wichtig. Calling you up at 2 in the morning. But you don't wanna talk, you don't wanna bother. Yeah, so I took another shot, let my brain do the walking. I don't wanna be a friend, I want something real. Maybe if I stay the night, you could feel the same. And maybe if you treat me right, we could rearrange. But I'm not even gonna try, if you don't wanna stay. So how's it gonna be? You got me on my knees. I don't need no roses on my bed. So, was haben wir vor? Wir haben den Subi geladen, sind jetzt unterwegs zum Huber Lackierbetrieb in Donaueschingen. Unser Kumpel, der Marcel, der hilft uns mal wieder hier bei dem Projekt weiter. Wir haben den Audi A6 damals, er hat schon verbreitern lassen von ihm. Und auch an der Karosserie vom Subaru gibt es noch ein paar Problemstellchen, die ich gerne professionell beseitigen, behandeln lassen würde. Wir zeigen es euch gleich, wir laden das Ding erstmal ab. Und dann geht es weiter am Audi A3, denn das ist unser Plan fürs Wochenende. Auch an dem Projekt soll es vorangehen. Das heißt, einiges auf der Agenda, eins nach dem anderen. Jetzt erstmal Subi abladen. Wir sind angekommen und der Subi steht auch schon drin. Also im Grunde gibt es ein paar Stellen, aber die schlimmsten sind jetzt zum Beispiel mal hier unser Seitenteil. Wir haben extra Stoßstange und Rückleuchte montiert, um hier auch mal den Jungs zu zeigen, was das Problem ist. Hier fällt das Seitenteil ein. Ne? Ihr seht es anhand der Rückleuchte. Wir haben hier eine riesen Lücke. Das kannst du nicht einfach aufspachteln. Wahrscheinlich hat es hier ein bisschen das Seitenteil mal verzogen. Vielleicht hat er hier mal einen Schlag bekommen. Das Gute ist, man kommt von innen gut ran. Aber da wir wollen, dass es gut wird und nicht irgendwie 10 Kilo Spachtel auf die Karre hauen wollen, haben wir gedacht, wir bringen ihn hierher. Der ist ja schon komplett leergeräumt. Man kommt gut dran. Und deswegen sollte das in wenigen Tagen, habe ich gerade schon mitbekommen, erledigt sein. Außerdem werden dann auch im selben Atemzug die Scheiben hinten und vorne rausgenommen, damit wir dann anfangen können mit dem Entrosten. Ihr seht es hier zum Beispiel. Das ist nicht geil, da muss die Leiste raus. Vorne am Scheibenrahmen sieht es nicht besser aus. Also da kannst du auf keinen Fall die Scheiben drin lassen, wenn das einmal ordentlich lackiert werden soll. Das machen wir dann bei uns natürlich wieder, das ganze Entrosten und Lackier vorbereiten. Aber wichtig ist einfach Scheiben raus, hinten das Seitenteil gerade ziehen. Das passiert jetzt in den nächsten Tagen. Ihr seht es in dem nächsten Video, wenn es um Subaru weitergeht, wenn wir ihn wieder abholen. Und dann sind wir einen großen Schritt weiter. Vielen Dank jetzt schon mal an Marcel, dein ganzes Team, Huber, Lackierbetrieb hier in Donaueschingen. Wir sehen uns bald wieder, wenn wir zurück sind. Und jetzt fahren wir in die Halle. A3 wartet auf. Was machen wir als erstes? Ich hätte Bock auf ein bisschen. Entweder schöne Anlage oder halt Geficke mit Radlager. Ich bin für Anlage. Also. Ich auch. Bis gleich. Angekommen in der Halle. Civic habe ich mal kurz hier auf die Bühne gestellt. Und der A3 steht hier in der Mitte, denn an dem geht's weiter. Chris darf direkt das erste Tuning-Teil verbauen. Er hat sich ebenfalls, nachdem ich mir hier so einen neuen Spoiler gegönnt habe, hier etwas Dezentes zugelegt. Subaru-Style auf dem A3. So. Ey, das ist Einkaufswagen Level 100. Sieht das beschissen aus. Ich liebe Einkaufen. Kennst du bei Cars die Szene mit den Tuning-Autos, die so 10 Spoiler übereinander haben? So ähnlich sieht es aus. Nein, das ist natürlich nicht unser Plan. Chris war einkaufen, hat ein paar andere Gadgets für diesen Wagen besorgt. Und ja, ich würde sagen, Heizung an und dann stürzt man uns da direkt rein. Wir starten mit diesen zwei großen Boxen. Die hat Chris gerade hier reingeschoben. Und es geht natürlich, man kann es sich schon denken, um diesen Kofferraum und um ein bisschen Sound. Nicht Sound im Sinne von Auspuff, das müssen wir hier auch noch machen, sondern Car-Hi-Fi. Chris hat Bock auf ein bisschen Boom, Boom in seiner Karre und das versuchen wir heute zu regeln. Strom sind dann da hinten schon wieder weg jetzt. Da ist schon so viel drin. Ein Originaler, der muss raus. Wir haben natürlich was Größeres gefunden, aber warum müssen die Originale dafür raus? Kannst du doch einfach den Großen dazu machen. Also dann zwei Seiten zu laufen. Also du nimmst die Verkabelung von denen direkt? Nee, aber der muss ja trotzdem auch abgeschickt werden. Aber doppelt ist doch geiler. Einmal gut, einmal scheiße, ist doch kacke. Achso, du glaubst, dass der ist ein bisschen versaut, dein Sound? Ja. Okay. Ja gut, ich habe den Subwoofer schon gesehen, den Chris gekauft hat. Ich glaube, der alleine reicht definitiv. Also bauen wir den originalen kleinen raus. Ist okay. Bin ich jetzt auch dafür. Ui. Das ist er also geworden. Was ist das? Ein Laden? Schick, Mann. Auch mit dem hier finde ich geil. Ja? Ein bisschen kleinerer, aber... Naja, ich zeig mal, was davor drin war. Sollte reichen. Im Vergleich ist das doch noch recht groß jetzt. Also diesen Woofer hat Chris hier gerade aus... Also Woofer, kann man das so nennen? Wooferchen. Ja, doch, macht einen Unterschied. Ich glaube, das wird gut. Ich glaube, das wird gut. Das ist natürlich nicht alles, ne? Also, hast du auch noch Lautsprecher? Wir machen weiter. Eins nach dem anderen. Okay, zeig mal her. Was hast du noch alles gekauft? Oh, jetzt hier Unboxing bei LV Garage. Klar. Kabel? Okay. Dann haben wir hier einmal eine Endstufe.
ist aber gar nicht so groß. Chillig. Und im nächsten Step, es war ein Set, konnte ich nicht Nein sagen. Was ist das? Sind die für vorne? Nein, vorne haben wir tatsächlich schon welche drin, lassen die auch drin. Was ist das? Vorne sind, ich glaube, Crown Zero. Okay. Drin. Und die möchte ich eigentlich oldschool auf die Hutablage Löcher reinbauen. Und die rein. Ich würde es fühlen. Mit solchen aufgesetzten, Hochtönern. Ey, das wird ja richtig gut, ey. Ich wusste gar nicht, was du gekauft hast. Also das wusste ich nicht, dass und du das auch noch gekauft hast. Tatsächlich auch über die Endstufe laufen diesmal. Nicht nur der Subwoofer. Hast du dich richtig schlau gemacht? Ja. Hast du richtig gekauft hier? Ja, richtig. Vier Kanal. Deswegen auch die Lautsprecher. Deswegen brauchen wir auch zwei Cinch, weil wir einmal für Subwoofer fahren und einmal für die fahren. Oh, ich bin gespannt. Lass das mal heute alles einbauen und direkt anhören. Wenn wir es schaffen. Wenn wir es schaffen, geben wir Gas. So, kurzes Update. Plus liegt hier schon vorne. Da muss noch die Sicherung dazwischen. Ist natürlich noch nicht angeschlossen. Jetzt sind die ganzen Kabel hier einmal durchgelegt. Auf der anderen Seite Cinch und Remote. Hier ist Plus-Kabel. Und hier hinten ist Chris schon am Verkabeln. So sieht das dann aus. Wir wollen wahrscheinlich die Endstufe auf den Subwoofer schrauben. Dann ist das alles kompakt. Und die Kabel verschwinden alle schön nach hinten weg. Wir haben jetzt gerade hier noch nachgemessen, wo hier an diesem Radio unser Remote-Signal kommt. Das heißt, wenn wir die Zündung anmachen, muss hier der Strom fließen. Das ist dieses Kabel, welches Chris gerade in der Hand hat. Das verbinden wir jetzt mit dem Remote-Kabel, welches nach hinten an die Endstufe geht, damit die dann einschaltet, sobald du die Zündung startest. Ich finde es auch geil, dass du mit einer Zange machst und nicht mit unserem professionellen Tool, welches genau hier liegt. Ja, genau das. Du meinst diese Parkside-Zange aus dem Lidl? Genau die meinte ich. Guck dir mal an, wie professionell das aussieht. Mensch, der Elektriker ist in dir verloren gegangen. Mit der einmal vor, mit der zur Sicherheit einmal nach. Ja, okay. Leuchtet und hat Strom. Wenn jetzt hier alles richtig ist und hier die Brücke richtig angeschlossen ist, damit beide Kanäle verwendet werden, dann sollte jetzt gleich Bass hier boomen. Nix. Nee, nichts. Ganz beliebig geht raus an unseren lieben Freund Kai. Der hat uns hier gerade eine Erklärung geschickt, was ist. Wir haben tatsächlich falsch gebrückt. Aber das ist ja schnell erledigt. Auf ein neues, würde ich mal sagen. Ich glaube, das geht. Neu! Ich fahr mit dem Civic, Alter! Du machst die Musik, ich mach den Auspuff-Sound. Jetzt müssen wir natürlich noch Fein einstellen, aber ich denke, das machen wir erst, oder? Das machen wir, wenn die anderen Lautsprecher in der Hutablage sind. Dann stellst du dir ein, wie viel Bass, wie viel was, wie wo, ne? So als ob wir Ahnung davon hätten. Die gute, neuwertige Hutablage wird jetzt zerstört. Für den Flex. Hol mal her, deine Lautsprecher. Aber das sollte gehen. Das sieht aus wie bei so einem 18-Jährigen, wenn du in die Karre einsteigst nach dem Trampen oder so. Der hat auch immer so was an Hutablage. Muss so. Ja, ich bin da. Scheiben sind getönt, man sieht nichts davon. Weißt du, egal was ich sag, du musst einfach nur auf diese ADHS-Karre zeigen und alle Argumente von mir sind erloschen. Mach dein Blinklicht an, komm. Ja, vielleicht mache ich meine Sticker nachher nochmal an. Vielleicht. Jetzt machen wir erstmal hier deine Hutablage kaputt. Also wirklich, the brain ist wieder am Start. Die Verpackung verwenden als Schablone. Und? Der wird knapp. Zu klein oder zu groß? Das sind zu groß sogar, ne? Ein bisschen zu groß. Aber ja, du hast doch hier eine gute Kante. Leg den mal da rein. Ach so, ja. Da drauf so. Ich sag, das ist es. Da sind die Löcher noch frei. Für Low Budget geht. Bastelstunde. Zwei dumme Eingedanke. Schauen wir hier durch. Sieht professionell aus. Ist professionell. Höchst professionell. Jetzt googeln wir kurz den von dem Kreis die Mitte finden und dann. Ja, stimmt. Ja, keine Ahnung. Ey, wegen deinem Mitte von der Kreis nochmal, ne? Was hältst du davon, wenn wir jetzt hier einfach mit einem Edding malen und du setzt das dann einfach genau so da drauf? Dass du nicht genau so drauf setzen können, weil du in der Mitte einen Bohrer hast, wo du in der Mitte ansetzen musst. Ah, ja, da musst du doch ausmessen. Bist du nervös, oder was? Ja? Ich will von oben und dann runter, wenn er läuft. Ja, genau. Erst den Stoff durch. Ist gar nicht so einfach. Aber der Stoff, das ist belastend, ne? Schwierig. Cuttermesser hier links entscheiden, Stoff ist schon weg. Guter Plan. Frage an die Oldschool-Tuner. Wie haben die das damals getan? Ja, ich glaube, die haben das danach neu bezogen. Mit ein bisschen Alcantara. Oh, jetzt wird's aber professionell. Jetzt brennt er hier den Stoff an.
Mach das doch nachher danach, Alter. Schneid erstmal raus, das Ding. Ja, aber jetzt hat es noch Fusseln, wo es dann wegreißen könnte, weißt du? Ah, okay, stimmt. Um das geht's mir eigentlich. Ich find's gut, dass hier gemurkst wird. Ganz wichtig und richtig. Safety first. Ja, das schaut gut aus. Okay, Planänderung. Wir gehen auf die Druckluftsäge. Sieht aus wie ein Pfannkuchen. Da ist teilweise Metall drin. Hier vorne ist Metall drin. Krass. Jetzt aber der große Augenblick. Ja, Mann. Voll geil. Das hat funktioniert. Fest verbaut und verschraubt. Das geht nirgends hin und sieht recht clean aus. Kommt der Rest. Ja, hier unsere kleinen Hochtöner. Die kommen hier oben drauf noch. Aber ich habe was runtergeworfen. Aber nicht so. Was ist der Unterschied? Zeig mal. Die kannst du einbauen wie die hier. So quasi versenkt. Versenkt, ja. Du kannst schon so drehen. Oha, okay. Oder solche Aufsitzdinger. Die kommen einfach oben drauf. Du kannst den so oben drauf schrauben. Okay, dann müssen wir nur was für die Kabel noch finden, ne? Brauchst ein Loch und steckst du durch. Jo, dann machen wir die, oder? Würde ich sagen. Perfekt. Jetzt nimmt das hier aber wieder Ausmaße an, ey. Low budget. Ja, ist okay. Kostet, sauber arbeitet, kostet nichts. Richtig. Guck's dir an. Schön versenkt. Sieht echt gut aus, die Hutablage. Die kleinen Nippelchen jetzt hier. Ach, guck mal. Hier festspapsen, das Ding rein, fertig. Während Chris hier am Bohren ist, habe ich das Ding hier noch getaggt. Ganz wichtig, war noch gar kein Elvigarush-Aufkleber drauf. Hier diesen gottlosen Sticker, der davor drauf war. Der musste jetzt auch weichen, wird noch sauber gemacht. Den lasse ich drauf, den finde ich ganz geil. End of the World, Veteran, ziemlich nice. Und natürlich Anti-Daily-Daily-Club. Wenn ein Auto Anti-Daily-Club schreit, dann jawohl der. Ah, ich könnte jetzt coole Werbung machen, dass ihr die Sticker im Shop kaufen könnt, aber der Shop ist aktuell noch geschlossen, denn neue Kollektion ist in der Produktion. In den wenigen Wochen, glaube ich, wenn das Video online kommt, gibt es wieder neuen Stuff. Shop öffnet, inklusive der Sticker natürlich. Ich berichte euch das dann auf Instagram und hier auf YouTube natürlich, wenn es soweit ist. Ready for the test. Sieht alles noch ein bisschen wild aus, aber wenn das funktioniert, dann kann man die Kabel noch schön verlegen. Aber dafür müssen wir jetzt erstmal wissen, ob es funktioniert. Ja, ich komm in die Szene wie ein Burak, oh, der ja, oder Uber. Rapper sitzen cool auf der Lehne von Obi-Fute. Ich entgeh wie depressiv, ich komm zu, mach nur noch Kopf und ich bin... Ich seh Chris einfach komplett mit dieser scheppernden Karre, das Kennzeichen hinten so brrr, die ganze Zeit an der Ampel stehen. Das ist es. Genau so wollten wir das. Nächster Tag, Freunde. Wir sind schon wieder am A3 dran. Anlage läuft ja jetzt. Die zwei Kabel müssen noch schön verlegt werden. Hier, der, ist das ein Transmitter oder was? Wie nennt man das? Kein Plan. Das ist eine Weiche, glaube ich. Das Ding hier, das ist jetzt schon fixiert jedenfalls. Die da werden noch schön gemacht. Aber wir möchten uns noch hier am Heck um etwas kümmern. Genau, die schwarzen Rückleuchten. Ich denke, langfristig wird das nicht gut aussehen. Und mit langfristig meine ich, der Wagen wird wahrscheinlich nicht schwarz bleiben. Mehr dazu gleich noch. Und deswegen haben wir hier originale Rückleuchten. Ich glaube, es sind originale zumindest Originaloptik. Die waren hier dabei. Und die wollen wir jetzt mal hier montieren. Gucken, ob alles passt, wie sie aussehen. Und dann entscheiden, ob wir die schwarzen rocken oder die originalen. Aber ich denke, wie gesagt, mit der neuen Farbe wird es dann wohl rot-weiß, ne? Ohne Orange immerhin. Ich denke, die sind cooler. Ja, das ist schon auch cool. Ja, also wir sind beide nicht so Fans von diesen ganz schwarzen. Außerdem muss man dazu sagen, du müsstest irgendwelche komischen Katzenaugen noch rankleben. Das sieht natürlich dann super doof aus, weil so sind die halt nicht legal. Ja, wir machen die mal kurz ran und schauen uns den direkten Vergleich an. Praktisch, dass die auch dabei waren, ne? Ebenfalls dabei waren sogar Bremsen, aber die sind irgendwie nicht für den Wagen. Also wir haben sie hier liegen. Die sind zwar leicht rostig, aber noch neu. Also die waren noch nie verbaut. Die lagen wohl schon ein bisschen länger und sind mal nass geworden. Einen zweiten Satz haben wir irgendwo auch noch liegen. Also wenn irgendjemand Bremsen braucht. Also ja, da, tatsächlich. Nägelnagel, neue Brembo. Nochmal ein Satz. Krank. Sind aber laut Karton irgendwie für Mercedes CLA W168. Da können wir nicht viel mit anfangen. Wir haben auch gemessen, so von der Größe, die passen nicht. Also keine von diesen Sätzen passt vorne oder hinten. Naja, aber die Rückleuchten, die passen. Die passen. Immerhin. Sind nicht für Mercedes. Also ich bin definitiv für Team Rot. Rot-Weiß ist es. Definitiv. Weil die Leute sehen ja nicht unsere Vision, was wir im Kopf haben. Deine verrückten Gedanken. Meine verrückten Gedanken. Wir haben den A3 jetzt mal ein bisschen angehoben, um hier vorne weiterzumachen. Denn auch unsere Frontscheinwerfer wurden mal
im Leben dieses A3s schon mal getauscht. Und es gibt zwei Faktoren. Erster Faktor ist cool, zweiter ist nicht so cool. Erster ist, die sind sehr dunkel, ne? Die sind innen drin schwarz. Das gefällt uns tatsächlich ganz gut. Ganz gut. Ja, was uns nicht gefällt. Die Angel Eyes. Ja, das ist so, ich meine, früher hat man das mal gemacht. Es gibt auch noch Leute, die das heute cool finden. Wir sind beide der Meinung, das ist es nicht. Muss leider, was? Es waren keine Scheinwerfer dabei. Aber Chris hat welche gekauft. Und die waren auch nicht wirklich teuer. Es soll ja nach wie vor, also Low Budget finde ich ein bisschen frech mittlerweile bei dir, das noch zu behaupten. Aber sagen wir mal so, die Dinger haben gekostet 150, 160 für ein paar Scheinwerfer. Ist okay. Und das Coole ist, die sind genauso cool schwarz, aber ohne diese Angel Eyes. Wir zeigen es euch mal ganz kurz. Ich zeig mal her, was du hier gegönnt hast. Yo. Okay, okay, okay. Ich denk, die kommen. Doch. Doch, auf jeden Fall. Um diese Scheinwerfer hier rauszunehmen, muss die Frontstoßstange weg. Ansonsten klappt das nicht. Aber die Frontstoßstange muss eh weg. Denn, ja, wir können sagen, wie es ist. Es eskaliert mal wieder im Hause, Chris. Ganz er hat wahr. Sich entschieden. Bau mir einen soliden Winterdaily. Winterdaily, sagt er. Winterdaily. Alles klar. Und falls die jemand haben möchte, kann sie auch melden. Alter, du kannst ja langsam Bazar aufmachen. Ich sage, wie es ist. Das muss runter. Heckstoßstange muss runter. Scheinwerfer kommen eh raus. Denn, ja, wir haben es ja schon angekündigt, auch dieser Wagen wird lackiert. Ja, Chris konnte es nicht ertragen, dass ich hier mein Civic in Gelb lackiert habe und er hier einfach nur in einer schwarzen Karre rumfährt. Auch dieser Wagen soll eine wilde und meiner Meinung nach sehr, sehr coole Farbe bekommen, die es so noch nie gab bei uns auf dem Channel. Nicht mal ansatzweise. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schon mal schreiben, während wir jetzt die Stoßstange hier runternehmen. Welche Farbe würdet ihr denn sehen? Vielleicht könnt ihr Chris noch von eurer Idee überzeugen. Ansonsten, seine Idee ist nicht schlecht. Also ich bin echt gespannt. Wenn das Ding die Farbe bekommt, die Chris vorhat, er wird nicht gelb. Er wird zumindest nicht gelb. Wobei das super cool wäre, beide in gelb. Aber ich glaube auch, die Farbe passt gut zu meinem Civic. Und ich sehe uns beide schon in wenigen Wochen zusammen rumfahren mit den kleinen Winterkarren irgendwann dann im Frühling oder so. Komm, wir bauen das Ding mal ab. Los geht's. Okay, ihr habt den direkten Vergleich gesehen. Ich bin der Meinung, auf jeden Fall eine gute Investition gewesen. Sieht super aus. Ebenfalls eine gute Investition waren wahrscheinlich auch diese neuen Birnen. Die sind Cold. Nein, sorry. Cool Blue. Cool Chris, es passt. Die waren gerade dabei, also die waren preislich echt top. Und dann habe ich gedacht, nehme ich die mit. Machst nichts verkehrt, ne? Die machen wir gerade mal rein. Dann leuchtet das alles ein bisschen weißer, ein bisschen heller. Und dann wirkt der Schein einfach noch mal ein bisschen moderner. Dann ist es quasi nicht 2021er Modell, dann machst du jetzt direkt schon den 2024er Audi draus eigentlich damit. Ist ja nicht zu fassen hier. Wenn du das so sagst, dann glaube ich dir das mal, ne? Weißt du, Marvin, ich mach das lieber jetzt, wie du nachher verkrüppelt im Auto, wenn mal sagst, das Licht ist scheiße, mach ich das lieber gleich jetzt, dann ist nämlich gemacht. Keine halben Sachen hier, ne? Ich mag deine Einstellung. So, man sieht hier, es schimmert orange im Blinker. Das wollt ihr nicht, gerade bei so einem Scheinwerfer. Und deswegen gibt es jetzt hier ein paar so leicht chromige, verchromte, wie auch immer, Blinkerbirnen. Die leuchten auch orange, aber ihr seht es schon, die sind so ein bisschen, wie soll man sagen, ich sag, das ist Chromoptik. Und wenn ihr die reinmacht, dann blinkt das Ding immer noch orange, aber ist weniger orange. Viel weniger orange schimmert durch, wenn ihr nicht am Blinken seid. Hier Vergleich, hier drüben. Ja, man erkennt es recht gut. 10 Euro ist es wert. Ja, auf jeden Fall. Das gibt's ja nicht. Jetzt lade ich hier gerade die ganzen Dateien auf dem Rechner, damit das dann hier in Schnitt gehen kann, das Video. Und dann merke ich, dass wir einfach komplett vergessen haben, uns höflich von euch zu verabschieden. Dann hole ich das mal lieber jetzt nach. Ey, Spaß beiseite. Ich bin einfach nur super froh, dass wir am A3 so vorankommen. Denn ihr merkt das vielleicht, Chris geht extrem auf in diesem Projekt. Das ist nämlich auch schon ein bisschen her, seit wir mal ein Auto für ihn gebaut haben. Und deswegen ist es umso cooler zu sehen, dass er mir wirklich jede Woche irgendwelche Links schickt von Teilen, die er jetzt bestellt hat und so. Denn eigentlich sollte das nur so ein schnelles Low-Budget-Projekt von ihm werden. Ich meine, die Karre hat er ja von einem Abonnenten geschenkt bekommen. Aber ich habe so ein Gefühl, dass es doch recht wild werden könnte. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, schaltet gerne nächstes Mal wieder ein. Ich bedanke mich, dass ihr heute dabei wart. Ich muss jetzt ins Bett. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht es gut und ciao. Okay, dann film ich dich beim Rausfahren, weil es ist das Intro vom Video noch so ein bisschen. Alter, blendet der. Der Mochi hat gerade so, wiu, wiu, das ist eine Polizei. Watch it look daytime in the night.
the vibes here.